Und somit Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren... weiteren Folge Assassin's Creed 4 Black Flag. Ja, ich habe diesmal die 4 tatsächlich ausgesprochen. ja. Gentlemen! Wie es bei uns der Brauch seit jeher verlangt, stürzen wir uns nicht kopflos ins Unglück auf Befehl eines einzelnen Wahnsinnigen, sondern nur gemäß unseres gemeinsamen Wahnsinns. Unser Objekt der Begierde ist eine rar getakelte Galeone und sie wäre eine große Verstärkung für Nassau. Also stelle ich es zur Wahl. Alle, die dafür sind, diese Bucht zu stürmen und das Schiff zu kapern, stampft auf und ruft Ei! Wer dagegen ist, winselt Nay. Die Berater des Königs sind sich nie so einig. Tja, warum auch? Weil da will jeder recht haben. Ja gut, ne? Dann... Aha. Moment. So mal bitte raus. Ei. Warte, ich kann was herstellen? Hab ich gerade richtig gesehen. Wo war das denn? Ich kann nichts herstellen. Hätt's gedacht. Ich war so getäuscht. Pistolenholster. Bla. Die habe ich doch schon, oder? Gut, ich könnte, sollte ich dann wohl bei Gelegenheit wohl mal machen, wäre eine Idee. Ja, wie dem auch sei, Kenway, würdest du bitte von Bord gehen? Das wäre nett. Danke. Ja, also, ehe ich so rüde unterbrochen wurde. Herzlich willkommen bei Assassin's Creed 4 Black Flag. Und wir sind immer auf einer ganz geilen Insel mit Ruinen und so. Wie cool ist das denn gemacht? Ich meine, überlegt euch mal, ihr habt hier so eine steinerne Festung und der Blick ist schön und... Hey! Verräter! Lass mich hier einfach allein zurück. Ich meine, es ist schön hier, aber ich hab noch nicht gemerkt, dass ich hier bleiben will. Gemeinsamer Wahnsinn, bla bla bla. Wenn ich dafür sage, nee. Ich habe kein Nee sagen können, weil jetzt ficken sie dich trotzdem in den Arsch. Alter. Nicht mal mehr deinen eigenen Piraten kannst du vertrauen. Das war knapp. Kann ich zufällig hier? Der sieht so. Aha. Also doch. Und hier ist eine Kiste, ja? Eine Kiste. Was haben wir denn da drin? Truhen. Wunderbar. Ja. Komm ich da hinkommen? Ja. Den Dschungel durchqueren. Und ich hänge immer noch an der Felswand. Ich bin noch nicht wirklich weitergekommen. Ein bisschen höher, aber nicht weiter. Ey, und wisst ihr was? Mir letztens in der letzten Aufnahme schon aufgefallen. Seht ihr diese Blätter hier? Ich meine, gut, das ist jetzt ein Detail, aber es ist ein wichtiges Detail. Und heutzutage, also Spiel momentan rauskommt, da gibt es nicht so schöne Fauna-Bildung. Außenmodelliert, meine ich. Schaut euch mal an, wie schön das gemacht ist. Und da überlegt man sich mal, wie alt Assassin's Creed 4 ist und wie cool das gemacht wurde. Ist das ein Ausguck zufällig? Nee. Ich erinnere mich irgendwie hier schon mal gewesen zu sein. Vielleicht nur ein Zufall. Egal. Naja, wie dem auch sei.
Wir müssen da irgendwie tiefer reinkommen ins Landesinnere. Da vorne sehe ich schon einen roten Fleck. Wo ist der? Ist er da oben? Ne, da läuft er. Da lief er. Okay. Sneaky, sneaky. Man bedenkt, hier ist zwar echt schön. Oh, natürlich. Na, komm, komm, das schaffe ich noch, das schaffe ich noch, das schaffe ich noch. Ja. Das ging. Komm her, Arschloch, komm her. Ah, das sind diese Pfeifgiftfrösche, wie sie auch heißen. Was ich sagen wollte, so ein Dschungel ist schon ziemlich schick. Und jetzt bitte töte ihn. Danke. Aber ich möchte anmerken, in solchen Dschungeln, da lebten auch nicht diese Pfeifgiftfrösche, aber es lebten dort diese Pfeilgiftfrösche und diese waren tödlich, sobald sie eure Haut auch nur berührt haben. Da war es dann schon wieder vorbei mit dem Schönen. Du sollst dann nicht hochhängen. Danke. Das machte das Ganze schön natürlich wieder. Ne? Das war dann für den Arsch. Hi. Da ist was. Oh. Das werde ich mal schnell noch mitnehmen. Ja, wie gesagt, kann ich da tatsächlich hoch? Nein. Kann er nicht. Warum? Aber ich kann. Ich möchte aber. Ich bin willens, das da oben zu haben. Der Baumstumpf. Ah, nee. Und das ist es mir schon nicht mehr wert. Wie gesagt, ist ja kein 100% Let's Play. Bei mir ist es ein ganz normales 0815 Let's Play. Wie weit ist es denn noch? Ach, wir sind schon fast da. Auch gut. Na dann. Oh, das ist schick. Das ist weniger schick. Ich glaube, das schaffst du. Ja. So, was ist richtig toll, wisst ihr? Und hier auf so einer Insel, ich meine, okay, der bedrohliche Felsen und so, aber hier ein Haus gebaut oder noch besser so eine Dschungelvilla wäre geil. Mit der Aussicht hier. Stell dir mal vor, ich habe da unten eine Villa hingebastelt. Ihr habt den Ausblick hinter euch. Das ist doch geil. Ja, ich weiß, ich habe vor ein paar Sekunden von Pfeilgiftfröschen geredet, aber ja, die gibt es jetzt nicht mehr. Sind ausgestorben. Nein, sind sie nicht. Die gibt es im Spiel anscheinend nicht. Ja, bei diesen netten kleinen Giftfröschchen war das so. Wenn wir von Haus reden. Ich habe kein Fernglas, aber da hinten ist ein Haus. Ah, ich kann mich, glaube ich, erinnern. Ich weiß, wo wir sind. Und da ist die Fregatte. Ja, ich kann mich erinnern wieder, wo wir sind. Das wird unser Haus. Glaube ich, mich recht zu entsinnen. Ja, und was ich sagen wollte, war... Das Gefühl, so ein Pfeilgefrosch. Es ist so, wenn er euch berührt... Das sickert sofort in die Haut ein. Das ist so ultra giftig, ihr sterbt sofort. Da gibt es keine Rettung mehr. Zumindest soweit ich kundig über sowas bin. Komm schon. Ach, diese Spanier. Ja. Das sind die besten Arbeiter. Das sind wirklich die besten. Schaut es euch mal an. Das ist noch Arbeitsmoral. So muss das sein. Das ist assassinenfreundlich. Nicht, geht das? Komm, 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 komm. Das funktioniert. Schnell, 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 schnell. Jawohl, hat geklappt. Yay!
Dummer, dicker Affe. Na komm her. Gott sei Dank habe ich den da oben gerade noch bemerkt. Ich wäre gern da hoch. Ich hätte ihn da. So klappt das, glaube ich. Jetzt ist der da, wenn ich jetzt schnell bin. Alter, verdammt. Gebüsch. Gebüsch. Da Gebüsch. Ich müsste da rüber, dann würde das klappen. Ah, ist schlecht. Komm, 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 komm. Geht das? Passe. Na, hoffentlich sieht er den nicht. Das wäre schlecht. Ich gehe lieber auf Nummer sicher. Er versteht das hoffentlich. Er sieht ihn. Mein Problem ist. Wunderbar. Wenn ich was sehen würde, wäre geil. So, jetzt gehe ich dahin. Gehbüsch. Gehbüsch. Hier weiter. Hier weiter, ihr schaut von mir weg. Seid so nett, ihr schaut von mir weg, danke. Und jetzt sind wir vorbei. Und ich bin keinen Schritt weiter. Oh, doch, bin ich. Super, haben wir. So. Wow, was war das? Ein Stein? Ich dachte schon, das ist eine Schlange. Ja, ich kann mich erinnern, wo wir sind. Das ist schick. Auch wenn ich meine Bude wohl eher bei den Wasserfällen gebaut hätte, aber gut. Aussicht. Ha! Er hat sowas schon. Ja, du hast da was gesehen. Geh mal lieber nachschauen. Spanier. Ich meine damit jetzt nicht die echten Spanier im Real Life. Ihr seid cool. Ich meine die hier im Spiel. Ihr müsst selber zugeben, das sind Flaschen, die im Spiel. Ich möchte aber den Aussichtspunkt da oben haben. Wie komme ich da hin? Wo ist das verdammt? Da oben. Ihr entschuldigt mich eine Sekunde, ich möchte das gerne, weil... Ihr kennt das ja. Über einen Überblick über die ganze Scheiße hier und wissen, wo ich hingehe, anstelle eine unaufgedeckte Karte und hier immer Gefahr laufen, in einen Gegner reinzufliegen. Das wäre nicht so toll. Deswegen gehen wir hier hoch. Da haben wir es doch, ja. Da will ich hin. Ah, oben. Ja, ich weiß, das muss sein. Ach so. Na gut, dass ich das jetzt auch mal gesagt bekomme. Dann halt nicht. Ja, bla bla bla. Ich hole mir jetzt einen Aussichtspunkt, bla bla bla. Mangels Übersicht und das Spiel so. Nope. Nehmen wir einen kurzen Weg. Tja. Ich muss ja nur an Bord kommen. Es wäre hohl, über den Pier jetzt dahin zu laufen. Da oben ist die Villa im Übrigen. Das wird mal meine sein. Irgendwann. Schwarz-Rot-Gold? Sind das Belgier? Nein. Nein, das war ein Fehler von mir gerade. Sind das Deutsche? Ach ja. Julien de Ducasse aufspüren. Ich bin gar nicht da.
Na? Edward macht keine Scheiße. Da ist er. Was sind eigentlich die Ziele? Du Kasper, Luftattentat töten, okay. Leichter gesagt als getan, möchte ich meinen. Also, ich muss auf jeden Fall an den Seilen hin. Mhm. Hm. Haben die auch einen Lift? Jetzt ist ungünstig. Wenn ich erstmal oben bin, dann haben wir schon mal die halbe Miete. Das ist schlecht. Geh mal weg, du Affe. So. Na. Und du kletterst Ton ausgerechnet jetzt. Schneller, schneller, komm, schnell, Keller. Schnell, schnell, Keller. Ja, schnell, Keller. Keller. Komm, schnell, Keller. Erkennen wir, meine ich. Ja, genau. Ja. Hm. Gut. Sehr schön. Haben wir das hier schon mal? Wenn ich eventuell also wenn meine Berechnungen stimmen und Kenway so nicht wäre und wieder da drauf klettern, dankeschön. Ah, komm. Komm, 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 komm. Wir lichten Anker vor Sonnenaufgang. Will du Cars? Na. Ich bin zu hoch. Hm? Seht zu, dass ihr die Ladung sichert. Muss ich. Gehe ich nach dem Blödsinn hin? Ich muss da drüben hin. Okay. Also. Da kann ich auf jeden Fall auch, glaube ich, an dem Seil. Oder? Nein, kann ich nicht. Ist kein doppeltes. Ich kann an der Außenwand entlang, ich kann darüber. Ja, so klappt es. Hätte ich das mal eher gewusst, ich weiß, aber das wusste ich ja nicht. So. Kenway. Kenway. Danke. Und ja, ich weiß, ich hätte mich jetzt auch durchmachen können. Ich hätte jetzt auf den Auftakt scheißen können. Aber nein, wenn, dann werden wir das schon vernünftig spielen. So, könnte das genügen? Könnte das unter Umständen genügen? Tatsächlich. Ja, oh, ich bin so gut. Erinnerst du dich noch an dein Geschenk? Es macht sich wirklich gut. Siehst du, Peter? Kühn wie eine Musketenkugel. Doch nur halb so klug. Mir wirklich leid, Freund. Ich darf keinesfalls riskieren, dass du deinen Templerfreunden von mir erzählst. Ich bedauere dich, Bukani. Nach allem, was du sagst, nach allem, was du über den Orden weißt, lebst du doch das Leben eines gemeinen Schurken. Was ist das? Hast du außer dem Diebstahl keinerlei Ambitionen? Bist du zu dumm, um das Ausmaß der unteren zu begreifen? Alle Reiche dieser Erde abgeschafft. Eine freie und offene Welt ohne Parasiten wie dich. Que l'enfer que tu trouveras soit le fruit de ton insouciance. Das Ganze nochmal auf Deutsch. Und übrigens, ich bin nicht der, der blutend am Boden liegt und aussieht wie ein schwuler Dandy. Die Pochte hört uns! Ei, haben wir uns eine Fregatte geholt. Ein Kriegsschiff. Meine ich. Fregatte ist, glaube ich, ein bisschen kleiner. Egal, wir geben da mal volle Wertung. Habe ich schon eine Weile nicht mehr. So, wunderbar. Wie geht's denn nun weiter? Hat ja Blackbeard sein Schiff bekommen. Ja, was ist das? Ein Schlüssel? Würde ich sagen. Oh, ich habe eine Trophäe bekommen. Ein Piratenleben für mich. Das heißt, wir haben Kapitel 3 abgeschlossen. Soweit habe ich noch nicht mal privat gespielt. Also auf der PS4 meine ich jetzt. Ich sah gerade, dass Sie sich abmelden, also wollte ich Ihnen was geben. Ein Begrüßungsgeschenk. Gib wir mir, gib, gib, gib. Preise an Angestellte, die gute Arbeit leisten. Wow. Sie sind ganz nett, es gibt ja sonst keine Boni hier. Ich habe schon ungefähr 11. Oh.
Bonjour. Schön für dich. Natürlich. Richtig aus. Nun, Olivier will Sie wohl kennenlernen. Wie aufregend. Suivez-moi. Oberstes Stockwerk, nicht schwer zu finden. Aber der Rest des Gebäudes ist für Neulinge verwirrend. Ja, wenn man jetzt eine Trophäe oder ein Kapitel abschließt, bekommt man hier auf Ihrem Kommunikator so eine Figur. Ich habe Oliviers Büro schon eingegeben. Das finden Sie leicht. Bla bla bla. Ich werde schon finden. Ich habe eine Minimap. Ja, ja, ich bin ja schon da. Stress nicht. Alter Mann ist kein D-Zug. Ja, wobei, das ist ein schlechter Vergleich, weil die stehen auch mehr, wie wenn sie fahren. Und hier ist echt nett, der weiß nicht. Das ist schön. Ich hab's nicht so mit Kannibalen. CCO. Hallo? Hi? Test, Test. Funktioniert das Ding? Hier ist John aus der IT. Wir kennen uns schon. Ich habe deinen Animus kalibriert. Ich bin so eine Art Scotty auf dem Abstergo-Raumschiff. Ich mache den ganzen Technikkram. Hast du eine Minute oder... verdammt. Der Tracker zeigt an, dass du auf dem Weg zu Oliviers Büro bist. Okay. Ich piep's dich an, wenn du fertig bist. Ich muss dich um was bitten. Mhm. Kann ich was klauen? Gehen Sie rein. Er erwartet Sie schon. Hä? Ach so. Wollte schon sagen, wer spricht da mit mir? Die Wand? Der hat noch ein paar Minütchen. Ich muss ja mal gucken, ob ich irgendwo was klauen kann. Was scannen. Was hacken. Halt's Maul! Ich will das Bild haben, das ist geil. Ich möchte es in der Größe in echt haben, das ist cool. Ist das auf Leinen gemacht? Tatsächlich. Nicht billig. Kommt jetzt gleich wieder so ein... Ja, ja, schön für euch. Verdammt. Nicht mal was klauen kann man hier. Ja, gut. Ja, ja. Rein mit ihnen. That's what she said. Mhm. Muss ja ganz schön nötig haben. Was ist denn da überhaupt? Ah, ja. Arbeitsunterlagen, ja. Assassin's Creed Bücher. Mhm. Ihr arbeitet ja hier. Ja, ja, that's what she said. Hatten wir ja gerade schon mal. Hier ist tatsächlich nichts mehr. Schade, weil ich will ja nichts über sehen. Nö. Und wenn ich was über sehen habe. Stimmt etwas nicht? Ja, du. Kann ich da was hacken? Nein. Kannst bei der Counter-Strike spielen. Ich bin schon wieder weg. Ich werde es ihm trotzdem sagen. Hi, die Alte hat auch schon spielt Counter-Strike. Mhm. Solange du mir nicht ausdrücklich befiehlst, es aufzugeben, möchte ich unser Flaggschiff nicht gefährden. Der spielt auch Counter-Strike. Aber so hat Hollywood auch einmal angefangen, oder? Mit Piratenfilmen. Douglas Fairbanks, Errol Flynn und jetzt haben wir Zugriff auf das echte Material. Geil. Ich will sowas auch haben. Ganz genau. Wir besprechen das alles bei der Aktionärssitzung. Gut. Ich freue mich auf unser nächstes Mal. Ganz schön. Ich weiß, Sie sind beschäftigt. Ja, ja. Ich habe Ihre Daten überprüft. Ziemlich starker Tor. Offenbar müssen wir noch ein wenig daran rumfeilen, um es familientauglich zu machen. Geben wir etwa doch die Stimme von James Bond oder so etwas. Mehr Richtung Schürzenjäger. Nein.
Ja, ich gehe ja schon rein, bevor du dich jetzt noch aufhängst. Oh, da ist was zum Klauen. Hi. Ihr könnt euch das wieder mal durchlesen, wie immer. Ihr wisst ja, ihr müsst auf Pause drücken und so. Und ich werde euch das mal in langsamen Schritten durchklicken, aber wir haben es ja schon. Mhm. Ich glaube, das hier ist ein Messer aus Assassin's Creed Revelations, nicht Brotherhood, glaube ich, oder Revelations, weiß gar nicht mehr. Eine Weile her bei mir, aber ich erinnere mich. Da muss ich rangehen. Ja, ja, mach das. Bonjour. Alan, bonjour. Oui, oui, oui. Tout va bien. Naturellement. Ja, ja. Mhm. Ja. Okay. Dann haben wir das ja schon. Hast du eine Sekunde? Gut. Ich setze einen Wegpunkt auf deiner Karte. Also, eine Kollegin von dir ist seit heute im Urlaub und hat vergessen, dass sie mir noch ein Video schicken wollte. Mit allen anderen auf der Etage komme ich nicht klar. Ich habe gehofft, du hilfst mir. Kannst du die Datei von ihrem Computer kopieren und dem Kurier geben, wenn er kommt? Ist ganz einfach. Du gehst nur zu ihrem Animus rüber, loggst dich ein und überträgst die Datei. Easy. Und beeil dich bitte, bevor ich einen Grund finde, dich auch zu hassen. Aha. Hm. Züge funktionieren. Fühlt sich endlich wie eine Hightech-Firma an. Okay. Wenn man wie ich Sicherheitsfreigabe Stufe 1 hat. Hast du jetzt auch. Missbrauche sie nicht. Du bist ein richtiger Held schon. Was machen wir bei Stufe 2? Müssen wir da zwei Chance holen? Und was kann ich denn hier alles klauen? Oh, die ist schon richtig weit. Die hat den Multiplayer schon gespielt. Die zwei Dingen da unten habe ich auch noch nicht. Das ist das. Das ist auch ein Computer. Kann ich da was tun? Jetzt musst du den Kern umgehen, um an die Daten zu kommen. Wenn du soweit bist, wird dein Kommunikator die Daten automatisch herunterladen. Du musst einen Weg finden, den Kern zu umgehen, um an die Daten zu kommen. Okay. Also. Weiß, also ich muss irgendwie zum auf die grüne Linie kommen. Haben wir doch. Ja, schneller als gedacht. Yay. Du hast es. Gut. Jetzt lädt es die Datei runter. Ich habe für alles, was du findest, eine Datenbank angelegt. Geh in den Bereich meine Dateien auf deinem Kommunikator und du wirst sofort umgeleitet. Dort findest du alles, was du hier heruntergeladen hast, geschützt durch eine Firewall, versteht sich. Ah. Rodrigo Liangol Papst Alexander der Vierte? Ne, der Sechste. Weil der Strich ist vor dem V. Als Kleriker und bla bla. Könnt ihr euch gar nicht durchlesen. Meine Güte. War der fett. Fett im Geschäft. Haufen Kopierpapier. Für was braucht man das eigentlich? Ich meine, man sitzt doch heute eh nur den ganzen Tag nur noch im Animus. Da ist noch ein Computer und ein Post-it. Glaube ich mir. Hm,
Aber ehe wir jetzt weitermachen, würde ich mal sagen, sind wir fertig für diese Folge. Wir haben einen Haufen Zeug geschafft. Also herzlichen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier in der Lobby. Also bis denn dann und tschüssi.